Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von. Card Against Humanity. Genau, Von, perfekt. ja, wir ergänzen uns, das ist super. Neue So, Runde, neues Glück. richtig. Geht schon direkt los. High five, Bro. Ja, ich hab direkt was. Kevin ist schon wieder richtig gut dabei. Kevin mit ist, naja. Sarah braucht noch ein bisschen. Wir Ich haben bin ein neues fertig. Kartendeck mit drin. Bin mal gespannt. Boah, ganz schön viel Scheiße in meinem Deck gerade, merke ich gerade. Joa, kann vorkommen. Ich habe nichts mehr außer meine Antwort. So. Feuchter Traum, High Five, Bro! Machen die bestimmt mittlerweile, glaub mal. So auf der Klassenfahrt, so, ja, super geil. Feuchter Traum, High Five, Bro! So mitten in der Nacht, Yeah! klatsch. Dann kommt die Lehrerin rein, oh ja. Ja, auf jeden Fall. Sonst fähige Kindersklaven, High Boah. Five, Bro. Endlich kriegen Der wir ist auch was gut, ab. Alter. Ah, der ist gut, ey. Günther Jauch, der von einem I. Einhorn gefickt wird, High Five, Bro. A, B, C Oh, oder geil, D. Alter. Ich tendiere auf jeden Fall zu dem, Alter. Der ist Hammer. Ich wusste es, der König schafft es immer. Der hält es aus mit dem Einhorn, du. Was verstecken meine Eltern vor mir? Oh Mann. Das ist echt. Filippo. Ja, das ist so ein bisschen hier. Ich muss jetzt mal die anderen alle Nicht so dein Thema, einfangen. ne? Nee, das ist hier So, was so. verstecken eure Eltern vor euch? Smegma, in der Dose oder was? Boah. Gelagert Eingepackt zum hinter Mitnehmen. Blumenkohle-Maisfach. Boah. Was verstecken deine Eltern vor dir? Ellen? Keine Ahnung. Aaron. Okay. Aaron. Und Justin Bieber. Justin. Okay. Eindeutig das Smegma. Boom. Was? Nein, Justin Bieber ist nicht Smegma hier, er ist nicht macht's. hier. Ja, wer weiß? Jetzt haben wir die widerlichste Vorstellung. Oh, das was hatten wir hatten wir schon? schon. Hatten wir schon. Okay. Sollen wir es nehmen Ach oder so, kann ich, eine wie kann ich weiter? das denn weitermachen? Eine weiter, Das ja. muss Kevin machen. Gestern habe ich eine Dokumentation über gesehen. Schreibt den Papst mit B. Papst. Okay, was für Dokumentation habe ich denn gesehen? Ich habe gesehen, Stefan Raabs Hoden im Vorhang verfangen. 45 Minuten bei Eingefickelt. N24. Oh, da hängt der immer noch fest. Welche Doku habe ich noch gesehen? Genitalpiercings. Okay. Wird es wahrscheinlich wirklich geben. Ja. Angela Merkel. Oh Boah. Bah. Bah. Jetzt Ah, einmal das ist jetzt läuft. schwer zwischen 1 und 3. Ich nehme die Angie. War ja klar. Alter, ich glaube, da gehen die Einschaltquoten in den Keller, ey. Was ist er?
Was möchtest du nicht in deinem chinesischen Essen finden? Sollen wir es nehmen oder überspringen? Hatten wir auch schon. Ja, nee, schon. Wenn wir schon hatten, überspringen. Was macht dich am meisten depressiv? Außer Angela Merkel. Ich sehe schon die Klage ins Haus flattern. Ich habe so viele kurze Sachen dabei. Hä? Scheiert. Das neue Deck gefällt mir nicht so sehr. Welches ist jetzt dazugekommen? Es gibt was Schönes oder was? Ja. Also, was macht dich am meisten depressiv? Kinder mit Arschkrebs. Definitiv. Definitiv. Die armen Kinder. Und was macht dich am meisten depressiv? Frauen in Joghurt-Werbespots. Okay. Boah, haben wir wieder Joghurt. Joghurt! Ja, diese Verdauungsjoghurt-Dinger, weißt du? Diese. Oh, jetzt nach diesem Joghurt kann ich wieder richtig geil ein abseilen. Genau. Leg die Hier ein Beweisfoto. So sah mein Schüssel aus, nachdem ich fertig war. Voll gesprenkelt. Ich ist ja leider. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was sind Vorher-Nachher-Bild? Oh, geil, ey. Könnte man ja gut verbinden, ne? Wenn das dann schön flutscht, dann haben die Kinder nicht mehr so viele Probleme. Flutscht der Arschkrebs boah, einfach raus. Danke so. Klong in die Schüssel. Okay, komm, und jetzt das Letzte. Was macht dich am meisten depressiv? Ausziehen. Ich wusste, der kann nur von Kevin sein, Alter. Der kann nur von Kevin sein, ey. Boah, ich werd voll drüber. So. Worauf verzichte ich in der Fastenzeit? Auf jeden Fall auf Angela Merkel. Bei unserem Hooker ging es ein bisschen schnell. Oh, sah das auch gut. Lacht sich so schnell und heimlich weg. Ah. Worauf verzichte ich in der Fastenzeit? Sich ein Scheiß. Ja, aber nur in der Fastenzeit. Hast du den Joghurt gegessen? Leg die Darmflora an. Vergiss das nicht. Aber nicht bei den Männern, ne? Nur bei den Frauen. Oh. Worauf verzichte ich noch? Der Amoklauf. Amoklauf. Aber nur in der Fastenzeit. Mhm. Sonst ist ja jeder mal einer. Fastenzeit wird verzichtet. Vagina 14. Vagina 14. Alter. Oh. Wieder sehr geile Sachen dabei. Aber Vagina 14. Ja, nee, ich nehme. Ja. Einscheißen! Sich einscheißen! Das ist Erfahrung mit, ne? Aber Sonnenball. Das geht schon mal. Ein romantisches Essen bei Kerzenschein wäre unvollständig ohne. Sich einscheißen. Ich hab zwei Karten, die passen. Oh. Ach, drei eigentlich. Ja, komm, machen wir. Oh nein! Ja, oder? Ah, passt beides, aber was ist besser? Was ist besser? Also, romantisches Essen bei Kerzenschein wäre unvollständig ohne die Flüchtlingskrise. Ein Tischthema, natürlich. Ja, dann hätten viele schon gar keinen Partner, ne? So. Romantisches Essen bei Kerzenschein wäre unvollständig ohne 10- bis 12-Jährige. Immer. Da haben wir ja. Wieder. Das sind wieder die. Günstige Arbeitskräfte.
Ein romantisches Essen bei Kerzenschein wäre unvollständig ohne eine Windmühle voll mit Leichen. Geil! Muss yeah! sein, muss sein. Das Essen ist auf bestimmt in der Windmühle Fall. Voll mit Leichen. Hey, Bam! Das kann doch nicht sein! Eben erst noch so voll abgekommen! Ja. Kevin, das ist einfach nicht unsere Runde. Absolut nicht. Es ist eine Falle. Aber das hatten wir, hatten schon. Wir auch schon. Sollen wir überspringen, okay. Yep. Doch bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich Ihnen zeigen. Oh Mann. Was ist denn der Herr gute Bond, denn das muss man Ihnen vorher zeigen. Okay, bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich Ihnen Folgendes zeigen. Alter, das ist hier. Guck mal, wie groß! Voll das Jugendniveau, ey. Grün oder niedlich grün? Alter. Ich muss sie noch zeigen. Und ich muss ihn zeigen. Also ganz ehrlich, ohne zögern. Oh. Was? Ich sag ja, Kevin, das ist nicht unsere Runde, Alter. Das ist einfach nicht unsere Runde. Boah, warum bin ich so verklebt? Oh, die Frage. Wegen dem Joghurt. Ah, ich freue mich schon auf die Antworten. Warum bin ich so verklebt? Daniela Katzenberger. Total. Wenn du furzt und etwas Kacke rauskommt. Bist du wie versteinert. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Warum bin ich so verklebt? Ein schlechter Handjob. Ja, das kann ins Auge gehen, ne? Da bin ich abgerutscht. Abgerutscht. Oh Mann. Alter. Hey, die Kacke! Das kann doch nicht sein, ey. Ja, das kennt jeder. Ja, immer. Statt Kohle gibt der Weihnachtsmann den bösen Kindern nun. Kommt mir jetzt bitte nicht mit Pop hin oder so. Gerne. So, der Weihnachtsmann gibt den Kindern ein kaputtes Kondom. Oh mein Gott. Ja, geil. Das selber benutzt. Das Spiel läuft. Läuft. Damit er noch mehr Kinder beschenken kann. Das nennt man dann Kinderüberraschung. Teilt euch das ein, ne? Ich komme erst in einem Jahr wieder. Wenn ihr das umdreht, könnt ihr zweimal benutzen. Der Weihnachtsmann gibt noch mehr den bösen Kindern. Zwei Zwerge, die in einmal scheißen. Der ist gut, Alter. Der ist gut, ey. Oh. Statt Kohle gibt der Weihnachtsmann den bösen Kindern nun. Aber nur die Arme, nur die Arme. Für die Chemo-Kinder. Hebra erkrankt. If you're happy, clap your hands. Aber ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, der ist einfach der Brüller. Ja, die sind gut, ne? Ich hätte die auch gerne. Stell dir mal vor, du hast die ganze Zeit zwei Zwerge. Scheißen, Alter. Hätte ich jetzt auch gerne hier schreien. Hallo. Scheiß in den Eimer. Hallo. Weiße Menschen sind wie? Hatten wir schon, oder? Weiß ich nicht. Ich meine, hatten wir schon. Okay. Ja. Was
benutzt man in der Nachhilfe, um Schülern, den Großstädten zum Erfolg zu verhelfen? Zu verhelfe. Zu verhelfe. Zu verhelfe. Was fehlt das N? Zu verhelfe. Das ist zu geil, das ist zu geil. Ich hab wieder nur so dumme Karten, ey. Okay, was hilft bei der Nachhilfe? Fettleibigkeit! Okay, alles klar. Warum lache ich da drüber? Ich darf da nicht drüber lachen. Ich finde das nicht in Ordnung. Also wer diese Karte gelegt hat, ne? Der beachtet auch einmal einer Kalmund. Warum lache ich darüber? Oh, okay, nächstes. Den Hintern versohlen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, so ein Hinterkopf hätte vielleicht auch gereicht, aber okay. Und einen Röpser erwarten und auf den Boden kotzen. Ja. Was hilft? Schwere Wahl, schwere Wahl. Hintern versohlen. Boah, Kevin! Ach komm, ey, das kann doch nicht voll sein! Voll unfair hier, ey. Spielen wir jetzt im Team oder was? Ja, wahrscheinlich. Im Team? Was bevorzugt Harald Glöckner? Sollen wir die nehmen oder nicht? Ich weiß nicht, ob. Namen habe ich schon gehört, aber ich weiß nicht. Harald Glöckner? Ja, dann mach weiter. Wer war das? Mach weiter. Oh Gott. Mach einfach weiter. Den musst du kennen. Was ist meine geheime Kraft? Oh nee. Keine Ahnung, ich brauche neue Karten hier. So. Das läuft nicht gut. Das läuft überhaupt nicht gut. Das läuft so richtig. Links hat Bein runter. Ey. Meine geheime Kraft ist ein heimlicher Arschkratzer. Meine weitere geheime Kraft ist. Der ist böse, Alter. Oh mein Gott. Jetzt von Funny Frisch. Wird das von Vorwerk gesponsert oder hier von dem Küchenbrett? Aus der Tüte. Eine Backmischung. Und meine letzte geheime Kraft ist. Kindesmissbrauch. Oh, Alter, da ist die Kindesmissbrauch. Also ich finde pürierte Juden ziemlich cool. Ja, endlich der erste Punkt! Jetzt bin ich der ganz hinten ist, ey. Was ist echt Emo? Das ist echt Emo? Okay. Die ist doof, oder? Die Karte. Ich habe auf jeden Fall eine passende Antwort. Das ist schön. Philipp anscheinend auch. So, jetzt kann ich neben mir. Ja, was ist denn jetzt echt Emo? Mehrere Stichwunden. Korrekt. Passt, ja. Passt, also. Mehrere Stichwunden, ne? Eine, mehrere. Muss immer, ne, immer voll drauf. Immer Plural. Mhm. Und tote Eltern sind auch echt Emo. Niveau. Ja. Ah, so spät. Ich wollte mich. Tote Babys. Oh, Alter. Boah, das ist schwierig. Das passt alles. Am besten auf einmal. Porrig. Ach, die Henne, Alter. Gerüchten zufolge ist Wladimir Putins Lieblingsspeise mit gefüllt. Na, könnt ihr was damit anfangen? Ja.
Ich hoffe, da kommt jetzt nicht irgendwas mit Sperma oder so, ey. Boah. Oder Kinder. Gefüllte Kinderpastete. Deine Lieblingsspeise. Ein stinkender Chinese. Mit. Chicken gefüllt. Macht er dann auch so komische Geräusche? Yeah! So, einer seiner weiteren Lieblingsspeisen ist. Mit was gefüllt? Was gefüllt? Reste ficken! Mit? Einem Candy-Schwein. Wenn die sich voll gefressen haben, ist das sogar wahr. So, seine letzte Lieblingsspeise ist. Ein trauriger Handjob. Okay. Mit. Fressen und Kotzen gefüllt. Oh. Nee, sorry, aber ich muss echt hier drauf gehen, Alter. Das ist einfach Burner, ey, Alice. And you can eat shrimp for 5 Euro. Und nun auf Sport 1, das Meisterschaftsturnier des. Ja. Passt nicht in den Satz rein, aber ist lustig. Und eklig. Und nun auf Sport 1, das Meisterschaftsturnier des Natursexspiele. Geil! Und nun auf Sport 1 das Meisterschaftsturnier der Pädophilen! Und das Meisterschaftsturnier der. Des Pantomims, der einen Schlaganfall hat! Ah. Juhu, ich hab endlich einen Punkt! Yeah! Auch oh, endlich einen Punkt! Das ist der Mitleidspunkt, 6, 1, weißt du? Ne? Matchball. Endlich ein Service, der bis an die Haustür geliefert wird. Boah. Müsste eigentlich gar nichts mehr rein, ne? Endlich ein Service, der bis an die Haustür liefert. So rum heißt das richtig. Das ging schnell, Kevin. Ja, das war die einzige Karte, die passt. Nein, ich wollte noch alle X'en, scheiße. Okay, der Service, der bis an die Haustür geliefert wird. Kindermodels. Priester. Ein Mikropenis, okay. Ein Mikropenis. Blowjob während der Wie soll das denn geliefert werden? Also, Versehen, Christine? Der klingelt und spritzt dann nur noch auf die Fußmatte. Oh, jetzt hat er auch schon den zweiten Punkt. Ich hol noch auf, glaub mal. Ja, alles ist möglich. Glauben, ne? So, in dem neuen Michael Bay Christoph Waltz entdeckt, dass in Wahrheit ist. Für dich doof, die Frage. Ja, ich hab auch keine passenden Antworten. Lass sie weitermachen. Es tut mir leid, Professor, aber wegen dem konnte ich keine Hausaufgaben machen. Oh nein. Ich behalte die erstmal. So. Es tut mir leid, Professor, aber wegen dem
wegflanken, konnte ich keine Hausaufgaben machen. Das kommt jeden Montag in deutschen Schulen um 9:30 in Deutschland, kommt diese Antwort. Fünfte Klasse. Richtig, ne, der Kevin und die Chantalle. Ja. So, aber es tut mir leid, Professor, aber wegen dem eine furzende Antilope, wegen der Furzen. Die hat mich so gestört. Meine Augen haben gebrannt, ich konnte nichts mehr lesen. Es tut mir leid, Professor, aber wegen dem das Anstarren eines Glücksbärchis konnte ich keine Hausaufgaben machen. Alter. Ja. Realistischste. Oh. Nein! Ach, shit. Ja, schon vorbei. Toll. Oh, shit. Ich glaube, wir müssen die Punkte mal ein bisschen höher setzen. Nee, das passt eigentlich immer von den Runden. Aber wir können, weil wir haben erst gerade mal 26 Minuten. Warte mal, ich setze mal die Points auf 2 eben und dann machen wir nochmal eine kurze Runde. Mach 3, best of 3, best of 3. So. Ja, ich hab zu spät. Das nächste Happy. Nee, ich kann es ändern. Okay, best of 3 klingt gut. Was? Das nächste Happy Meal Spielzeug. Ja, finde ich gut, dass ihr mir zugehört habt. Sorry. Unser Huku ist wieder mal ziemlich schnell unterwegs. Hast du Speed gebraucht? Nee. Nicht? Schade. So. Waterboarding, das ist nicht sehr gut. Alter. Von dem Maskottchen, von dem Ronald McDonald, ne? Mit Anleitung. Ja. Im Spiele. So. Wie bringe ich meinen Kater auf? Die Klitoris ist der Happy Meal Spieler. Ja, nice. Ich hole mir direkt ein Happy Meal. Und ein Sechsjähriger. Ku Klux Klan. In der Mini-Edition. Sorry, so zum Sammeln. Ganz ehrlich, ab hier direkt schon vorbei. Ich muss da drauf gehen, Alter. Das ist einfach so geil, Alter. Ku Klux Klan, Alter. So kleine Figürchen, die stehen im Kreis. Das Happy Meal ist dann schwarz, ne? Die Verpackung. Wenn ich Präsident der USA wäre, würde ich ein Ministerium für erschaffen. Ne, hatten wir so noch nicht die Frage. Mm-mm. Echt? Wir hatten nur, würde forschen, also Forschungszwecke erweitern für. Was ist los? Was würdet ihr ein Ministerium erschaffen? Für Drive-by-Shooting. Für 72 Jungfrauen. Und für 10- bis 12-Jährige. Da haben wir sie wieder. Stehen die 72 Jungfrauen auf 10- bis 12-Jährigen? Ich bezweifle es. Ich nehme die 72 Jungfrauen. Oh. Ja, ist ja, das war's ja dann schon, ne? Nein, du hast ja nur 2 Punkte 3. gemacht. Ich hab's nochmal geändert. Ah, so. Was? Verstehe, heißt das nicht eigentlich, was funktioniert? Ja, was funktioniert immer, um eine Party aufzupeppeln? Ich hab's schon. Puppel und Wichse. Nein! Was funktioniert, um eine Party aufzupeppeln? Ungefähr 10 Kilo frische Oh, Zähne. Nee! Ihr kommt von den scheiß Pferden nicht weg! Kinderpferde! Kindergeburtstag. Was funktioniert noch? Polizei! Da kommt! Oh, das ist schon mein Favorite! Das Spritzen von Speed in die linke. Nee, das ist ganz ehrlich total Polizeiqualität. Ja! Hau den Lukas! Bam, 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 bam! Haut jetzt, Lukas! RTLs neue Reality-Show zeigt, wie mit zusammenleben.
Oh, oh. Ich habe nichts, was passt. Zeigt, wie die zwei... Wie war das mit den zwei Zwergen? Kann man sich neue Karte... Kann man sich neue Karten geben lassen? Irgendwie? Nee. Das ist aber scheiße. Echt? Findest du? Du kannst auch unten bei Dump Entry Hand kannst auch, glaube ich, eigene... Oder mach einfach Play Random Cards. Wäre ja, bestimmt auch lustig. So, RTL's halt nichts, so neue Reality Show zeigt, wie Aaron aber mit muss das ja bei ein kleines Pony zusammenleben. Okay, das arme Pony. Der RTL muss das ja auch nicht so richtig Sinn machen, ne, eigentlich. Und die neue Reality Show zeigt, wie Popel mit ein Todesstrahl. Grabschändung mit zivile Opfer. Ah, Leute. Ja, wir nehmen die Grabschändung. Komm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und weiter im Programm. Mhm. Du, ich, sofort. Du, ich, nackig, sofort. Oh, was ist los mit dir, Kevin? Du bist ja ganz schön fix unterwegs. Ja. Der will unbedingt den letzten Punkt haben. Unbedingt. Da, du, ich. Oma. Der ist echt schon gut, Alter. Der ist schon echt gut. So, du, ich. Putzen und einfach weggehen. Sofort. Also der mit Oma, der gefällt mir schon ein bisschen mehr. Du, ich. Zwei Zerge. Die Zerge. Sofort. Oh, sorry, ne? Ganz ehrlich, scheiß auf die Oma, Alter. Die Zwerge bringen's voll. Jawohl. Alter. Die Zwerge bringen es. Schade. Schade, schade. Einfach so hart, ey. Dafür gibt es eine App. Passt so gar nichts. Egal. Ich halt manchmal. Oh, ich hab zwei Stück. Ich hab zwei Stück, aber ich weiß nicht, welche ich nehme. Komm, ich check dich. Es gibt eine App für. Oh. Was zur Hölle? Ich bin da. Jetzt. Nochmal. Tote Elter. Hm? Vielleicht? Tote Eltern? Jo. Und dann unterhalten die sich über die Ghost-App. Dann die Schwulen wegwünschen. Alter, dafür gibt's eine App? Okay. Klar. Und für Nekrophilie? Okay. Oh, wir haben einen Gewinner. Gibt's bestimmt. Ja. Das war auch wieder eine schöne Runde, noch mit der Matchrunde am Ende. Schön, schön, schön. Joa, dann sind wir auch schon wieder am Ende, ne? Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Lasst einen Daumen nach oben da. Ne, ist der Finger oben, wird man dich loben. Drückt den Like-Button auch, kaputt für schwarzen Humor und für das Happy Meal. Oh, die Glocke bloß nicht vergessen. Ja, ja. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Adios, muchachos. Ciao. Ciao. Mihau.